Hey, ich zeige euch heute, wie man ein Boot in Roblox Studio erstellt. Und los geht's. Ich habe neulich in einem Roblox Studio Stream dieses Bett hier gebaut. Wenn ihr wissen wollt, wie man Betten baut oder grundsätzlich baut und Sachen zu Physikobjekten macht, die halt, wenn ich es hier jetzt habe und auf Run drücke, runterfallen und zusammenhalten, dann schaut euch jetzt das Video an, das auf dem i eingeblendet ist. Da zeige ich das und das ist wichtig für dieses Tutorial, weil ich werde jetzt dieses Bett hier verwenden. Ich dupliziere es, packe es hier übers Wasser und wir nennen das Bett jetzt einfach mal Boot. Wenn wir nämlich jetzt auf Run drücken, werden wir sehen, das Bett schwimmt im Wasser. Warum schwimmt es im Wasser? Weil es größtenteils aus Holz besteht und das Material Wood, das schwimmt nun mal auf Wasser. Ich glaube, Fabric schwimmt auch auf Wasser. Es hängt mit der Density zusammen. Jedes Roblox-Part hat eine gewisse Dichte. Die hängt vom Material ab, aber ihr könnt sie auch bearbeiten. Wenn ihr jetzt etwas gebaut habt, was nicht schwimmt, dann wählt ihr es aus. Geht dann halt auf die einzelnen Parts. Ich wähle alle Parts aus. Geht runter in den Properties und wählt aus Custom Physical Properties. Da macht ihr einen Haken rein, klappt es auf und dann seht ihr hier die Density. Eine Density unter 1 sorgt in der Regel dafür, dass das Part schwimmt. Wenn wir die Density jetzt auf Punkt 6 packen, dann sollte es auf jeden Fall ziemlich gut schwimmen. Ich drücke dann mal auf Play und wir haben jetzt schon ein Boot. Aber wenn ich drauf bin, dann geht es unter. Es glitscht auch so ein bisschen herum, es flinkt so ein wenig. Ihr seht, es flinkt mich ziemlich weit hoch. Das liegt daran, dass das jetzt nicht wirklich die ideale Form für ein Boot ist. Ihr müsstet euch dann natürlich schon ein richtiges Boot bauen, das jetzt nicht so viel Oberflächen hat, die sich gegenseitig stören, wenn es dann auf dem Wasser ist und hochgedrückt wird. Aber natürlich, so kann man es auch machen, wie ich hier. So kann man auf jeden Fall chillen. Noch ein kleiner Pro-Tipp für die großen Bootbauer unter euch. Die Parts, die unten sind, sollten am besten eine höhere Density haben. Zum Beispiel kann ich jetzt bei diesen Parts hier auswählen, die sollen eine Density haben von 1,4. Dann sollten sie theoretisch untergehen. Als die Parts, die oben sind, die Parts, die ganz oben sind, die kriegen von mir jetzt eine Density von 0,3. Wenn ihr ein größeres Boot baut, sorgt das dann dafür, dass es sich automatisch wieder aufrichtet und nicht umfällt. Also, wenn ihr jetzt so eine richtige Nussschale hier baut, und davon gehe ich aus, dass ihr eine Nussschale baut oder ein richtiges Boot baut, das werde ich jetzt nicht machen für das Tutorial. Die Parts unten, eine Density von, sagen wir mal, 1,5, damit sie schön nach unten gezogen werden. Und die Parts, die oben sein sollen, sprich das Deck und so, eine Density von 0,5 ungefähr, damit die nach oben gezogen werden, damit das Boot immer aufrichtig ist. So, als nächstes wollt ihr natürlich das Boot steuern. Dafür habe ich hier schon ein Seed drin. Den Seed kann ich so aber gar nicht verwenden, deswegen entferne ich den mal und füge einen neuen Seed hinzu. So, jetzt haben wir hier einen neuen Seed. Der ist hier einfach drauf platziert. Ich habe den zu Stoff gemacht. Ich habe die Densities von den ganzen Parts halt auch angepasst, dass die halt, ihr seht, der Seed hat eine Density von 0,3, dass er immer schon weit oben ist. Und ich habe alles festgewellt. Wenn ihr immer noch nicht wisst, wie man weldet, dann wolltet ihr euch scheinbar nicht das Video anschauen. Also hier ein kleiner Einschub. Ihr geht auf Model, dann auf Part. Macht das Part, wie ihr es haben wollt. Könnt dann zweites Part erstellen. Wichtig ist, dass die Parts nicht geankert sind in diesem Fall. Könnt ihr zum Beispiel so überlappen lassen. Dann wählt ihr beide Parts aus, geht wieder auf Model, geht dann hier unten bei Create auf den Pfeil und wählt dann aus Weld. Und dann sind sie zusammengeweldet und wenn ich auf Run drücke, dann hängen die Parts zusammen. Ihr seht, sie sind nicht geankert. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt nehme und nach oben ziehe, ja gut, jetzt habe ich sie auseinander gemacht. Beziehungsweise, ja gut, sie sind immer noch zusammengeweldet, weil der Server das gemacht hat. Scheinbar funktioniert das so. Aber sie gehören zusammen, ihr merkt es. Das ist jetzt also alles zusammengeschmolzen und ich habe keinen normalen Seed verwendet, sondern einen sogenannten Vehicle Seed. Ihr könnt hier auf Plus gehen, gebt hier ein VE und dann seht ihr schon den Vehicle Seed. So ein Vehicle Seed, den kann man halt für Fahrzeuge verwenden und da gibt einen dann Informationen, die man in Scripts verwenden kann. Hier unten seht ihr das. Steer, Steer Float, Throttle, Throttle Float, Torque, Turn Speed und so weiter, um zu steuern. In diesem Seed habe ich ein Attachment drin, also ihr müsst ein Attachment hinzufügen, eine Linear Velocity, eine Angular Velocity und ein Script. Das Script benenne ich um in Boot, Script, so. Erstmal das Attachment, das ist einfach hier in dem Part drin. Die Linear Velocity, die gibt dem Seed dann eine Geschwindigkeit in eine gewisse Richtung. Hier ist es wichtig, dass ihr auswählt, dass bei den Attachments, Attachment 0, dieses Attachment im Seed drin ist, damit die Linear Velocity sich auch auf den Seed bezieht. Die Max Torque habe ich jetzt auf 10.000 gestellt, damit die stark genug ist. Wenn euer Boot sehr groß ist, müsst ihr sie wahrscheinlich höher stellen. Wenn es sehr klein ist, ist es vielleicht ein bisschen zu viel und ihr könnt sie runterstellen. Das ist halt einfach die Stärke, wie viel Einfluss jetzt diese Linear Velocity auf die Geschwindigkeit von dem Boot hat. Line Velocity kommt auf 0,
Line Direction könnt ihr so lassen, wie es ist. Und wichtig, dass der Velocity Constraint Mode, der wird auf Line gestellt, damit die Velocity halt einer bestimmten Linie folgt. Dann haben wir noch die Angular Velocity. Bei der Angular Velocity macht ihr natürlich wieder das Attachment 0. Wählt ihr aus, dass es dieses Attachment sein soll. Max Torque habe ich wieder auf 10.000 gestellt, müsst ihr wie gesagt wieder höher stellen. Die Angular Velocity ist für das Drehen da, damit man halt auch eine Links- oder eine Rechtskurve machen kann. Die Angular Velocity stellen wir auf 0, damit sich das Ding nicht von Anfang an dreht, wie verrückt. Und dann gehen wir in das Boot-Script rein. So sieht das Boot-Script aus, sehr simpel. Wir haben oben zwei Variablen, einmal Speed für die Geschwindigkeit, Rod für die Drehgeschwindigkeit. Theoretisch könnte die auf 1 bleiben, ehrlich gesagt, in meinem Fall. Dann holen wir uns den Sitz, indem wir script.parent schreiben, weil das Script ist ja im Seed drin. Dann holen wir uns die Linear Velocity durch sitz.waitForChild Linear Velocity, die Angular Velocity, indem wir schreiben sitz.waitForChild Angular Velocity. Und dann braucht man noch eine Funktion, die einfach nur die Linear Velocity und die Angular Velocity ständig updatet. Dafür schreiben wir einfach Angular Velocity.Angular Velocity ist gleich Vector3.new 0, minus sitz.steer mal Rotation Speed, 0. Das heißt, auf der Y-Achse wird das Boot einfach gedreht, und zwar entgegen der Steer-Richtung, weil Roblox die Steer-Richtung halt aus irgendeinem Grund in die andere Richtung macht, als es intuitiv ist. Deswegen muss ja ein Minus davor stehen, und das Mal-Rot ist einfach nur dafür da, damit ihr den Rotation-Speed einfach hier oben selber anpassen könnt. Die Line-Direction von der Linear Velocity updatet sich dann auch, und zwar auf sitz.cframe.lookVector. Das heißt, dass man sich immer nur in die Richtung, in die der Sitz guckt, bewegen kann. Und die Linear Velocity von der Linear Velocity wird auf sitz.throttle mal Speed gestellt. Das Ganze wird dann noch connected an sitz.change, und damit haben wir unser Boot, das dann auch schwimmen kann und das man auch steuern kann und das auch sehr komisch flinkt. Das ist halt so ein Problem, da müsst ihr halt mit Building gegenarbeiten, dass es halt alles stimmt, das ist fein Justiererei. Wir sitzen jetzt auf dem Boot, ich gebe Gas und wir bewegen uns vorwärts. Ich drücke S, wir bewegen uns rückwärts, ich drücke D und wir drehen uns, ich drücke A und wir drehen uns in die andere Richtung. Und jetzt können wir halt so wirklich dieses Bötchen hier steuern. Wir wenden einfach mal und fahren dann in die Richtung runter. Wir haben ein Boot, das man steuern kann. Beziehungsweise ein Bett. Ein Bettboot. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Boot habt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Kanalmitglieder Tier 2 oder höher können sich das Ding jetzt einfach so herunterladen. Also falls ihr wollt, meinetwegen, könnt ihr machen. Das wär's mit dem Video. Klickt jetzt auf das, was euch hier angezeigt wird. Bis dann und... Nein, das Boot fährt weg! Nein! Na gut, um das Problem zu fixen, müsst ihr noch diese 4 Zeilen Code hier hinten hinzufügen. Wenn ihr das gemacht habt, ist der Fehler auch gefixt. Aber jetzt wirklich, ciao!